Unser nächster Speaker ist wirklich ein langjähriger Hanfexperte, von Rohstoff bis Medizin. Und auch sein Engagement ist ähnlich divers. Von lokalem Engagement im bayerischen Memmingen bis international auf Ebene der Vereinten Nationen, beispielsweise als UN-Beobachter. Bitte einen tobenden Applaus für Christoph Rossi Rossner! Ja. Hallo zusammen. Freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid, weil heuer war es ja richtig toll, mit euch hier durch die Stadt zu laufen. Ich habe es so genossen. Es war ein befreiendes, wirklich tolles Gefühl, hier 3 Stunden lang mit euch zu tanzen und dabei Cannabis zu konsumieren und nicht Angst zu haben, dass jetzt die Polizei dann schnappt und sagt, boah, sie haben was Schlimmes gemacht. Das war so befreiend. Ich kann es immer noch gar nicht fassen eigentlich, wie schön das jetzt ist, allen zu zeigen, wie ungefährlich Cannabis eigentlich ist. Weil es ist überhaupt nichts Schlimmes passiert seit der Legalisierung. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also ich finde es wirklich geil, dass nichts Schlimmes passiert ist. Also es hat überhaupt keinen negativen Effekt gehabt, außer dass wir jetzt hier sind, eine total geile Party haben und miteinander hier Cannabis konsumieren können. Aber was mir halt, wie vielen anderen aufstößt, ist halt, dass wir halt immer noch Regelungen haben, die das eigentliche Potenzial von Cannabis, also das grüne Gold eigentlich immer noch verhindern. Und das ist, dass wir quasi hier auf dem Feld noch nicht so anbauen können, wie wir wollen, dass wir noch nicht die Sorten anbauen können und so viel Sorten, wie wir wollen. Wir müssen quasi schauen, dass wir Cannabis wirklich legalisieren. Und das ist sozusagen noch das große Goal, das wir haben. Wir haben jetzt die Chance, darüber zu reden. Wir müssen nicht mehr wegducken. Wir können jetzt Gesicht zeigen. Wir können sagen, ja, ich konsumiere, aber du machst das auch mit Bier. Ist mir wurscht. Ich rauche eine Tüte oder ich vaporisiere oder ich esse. Und schon haben wir quasi in unserer Gesellschaft endlich etwas erreicht, was ganz wichtig war für uns Kampfkonsumenten. Wir sind anerkannt, wir sind gleichgestellt, wir sind endlich Menschen wie alle anderen auch. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir waren bis vor dem 1. April diesen Jahres noch alle kriminell. Jeder, der hier steht und vorher sich einen gedreht hat, war quasi ein krimineller Mensch und konnte belangt werden. Und jetzt sind wir einfach nur Konsumenten. Das ist wirklich toll, was wir da erreicht haben. Weil wir Konsumenten haben nicht nur durch den Konsum, sondern durch die Aktivität in unserer Demokratie gezeigt, dass man mit Demokratie und Nachdruck etwas erzeugen kann. Man muss nur richtig wählen. Und das ist eben ganz wichtig, weil wir haben gemerkt, wer war denn gegen die Cannabis-Legalisierung? Das sind genau die, die jetzt wieder wollen, dass es das Rad zurückdrehen können. Das sind Herr Söder, das ist der Herr Merz. Das sind alles Leute, die einem eigentlich fragen könnten, warum seid ihr so bösartig? Warum seid ihr so gemein? Warum seid ihr so fies zu Menschen wie mir? Ich wollte kiffen, ich werde kiffen und ich werde immer kiffen. Und ich lasse mir das nicht von einem Söder verbieten. Nö, also echt nicht. Markus, da müssen schon ganz andere Sachen passieren, dass ich mit dem Kiffen aufhöre. Ich habe mit 15 angefangen. Ich komme aus Bayern. Ich wohne in Memmingen. Ich hatte die Bullen immer schon am Arsch. Also ich bin das gewöhnt. Und wenn man jetzt daherkommt und sagt, hey, wir wollen das Kiffen jetzt im Englischen Garten verbieten, dann lache ich und sage, wieso, es war doch immer schon im Englischen Garten in Bayern verboten. Wir kiffen da jetzt trotzdem. Das haben wir schon immer gemacht. Also, alles nur komische Augenwischerei, um hier sich als Zampano und harter Hardliner hinzustellen. Aber der Markus hat eigentlich in Wirklichkeit ein anderes Problem. Weil der Markus macht dauernd Werbung für Schweine, Schnitzel und irgendwelche dicken Sachen, die er sich reinstopft, jetzt neuerdings auch für Döner, aber Hauptsache es ist Fleisch dabei und viel Bier. Er sitzt gern rum und prahlt dann immer, ja, jetzt da schon wieder mal die halbe und jetzt schon mal wieder da eine Moss und uhahaha. Und das ist einfach dieses komische Verhalten, was er an den Tag legt und meint, sein Konsum ist besser wie der von mir als Kiffer. Aber es ist ja Bullshit. Weil wenn ich neben dem Markus stehe und wir zusammen zum Beispiel mal Kniebeugen oder Liegestütze machen, ich weiß, wer mehr macht.
auch wenn ich vorher meine Droge konsumiert habe, aber wenn er vorher 4 Halbe getrunken hat oder 2 Maßen in Bayern, dann möchte ich mal sehen, wie der Markus dann 1 oder 2 Liegestützen macht. Also das ist mal so eine kleine Diskrepanz. Wir reden auch dauernd von bayerischer Seite aus, wir brauchen hier die Gesundheit für die Jugend. Aber begleitetes Saufen ab 14, wow, geil, läuft in Bayern, super. Hey Kids, ihr könnt nach Bayern kommen, wenn ihr eine Saufparty machen wollt, die Bullen fragen nicht. Hier in Berlin ist es anders, da kommen die Bullen und fragen, hey, wie alt seid ihr, habt den Ausweis dabei? In Bayern, scheißegal, wenn da einer ein bisschen Bartwuchs hat und eine Halbe in der Hand, scheißegal. Du kannst saufen, du kannst dich tot trinken, egal. Die Bullen bringen dich noch zu deinen Eltern heim. Wenn du gekifft hast, bringen sie dich in die Therapie. Bei uns zu den Eltern nach dem Saufen. Also das ist doch schon krass. Aber das ist Bayern. Und deswegen denke ich immer, wir müssen da weiterkämpfen. Also nicht nur für uns Bayern. Ich bin ja da nicht egoistisch. Also ich kiffe ja trotzdem. Aber wir müssen das für uns alle machen. Weil wenn so Leute wie der Söder ein bisschen mehr Oberwasser bekommen, dann haben wir ein Problem. Weil dann fangen die wieder an zu baggern und fangen hier an, unsere Cannabispflanzen anzukrapschen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Weil das Gras gehört mir und ich habe mir... Ich lasse es mir auch nicht mehr wegnehmen. Und deswegen will ich, dass ihr weiterhin aktiv bitte uns unterstützt, uns Aktivisten. Wir machen schon unser Möglichstes. Also, und danke. Und ihr müsst es aber auch aktiv selber machen. Ich weiß, es ist schwierig, aber jetzt ist es einfacher. Schaut, ich halte, seit ich ungefähr 19, 18 bin, meine Fresse hin und stehe auf der Bühne und sage, ich kiff. Ich habe früher Joints verteilt, da habe ich einen Startschuss an den Arsch gekriegt. Hey, jetzt kann ich sagen, ich kiff. Ich kann sogar auf der Bühne kiffen. Und jetzt müsst ihr in die Puschen kommen. Wir müssen das letzte Quäntchen noch kämpfen. Aber jetzt muss ich langsam abbremsen, weil neben mir steht jemand, der hier einen Terminplan hat. Das ist so. Aber Manager in ihren Anzügen und so. Auch noch grauer Anzug. Aber es ist ja nicht so tragisch, er ist netter. Deswegen übergebe ich jetzt wieder und sage zu allen, kämpft weiter, lasst euch nicht unterkriegen und legalize weiter hier. Berlin, ich liebe euch. Großen Applaus für Rossi!